Du hast mich aus dieser brennenden Waldhütte gerettet und ich bin dir dafür wirklich bis an mein Lebensende dankbar. Aber ich würde diese Dankbarkeit jetzt ganz gern langsam mal öffentlich machen. Was ist? Willst du mehr Geld? Mach mich los und ich gebe dir so viel du willst. Aber wir müssen endlich zur Polizei gehen. Ich muss diese Anzeige zurücknehmen. Ansonsten bin ich weiterhin tot und du bist eine Mörderin. Was wird das denn jetzt? 7931. Was? Glaubst du wirklich, ich verlasse mich auf dein Wort? Ich habe deine Karte, ich habe den PIN, ich habe einen gepackten Koffer. Schönes Leben noch. Moment, jetzt warte mal. Hey, selbst mit meiner Karte kannst du nicht unbegrenzt Geld abheben. Du kommst damit vielleicht nicht weit. Vielleicht hast du ja Glück. Und irgendjemand kommt vorbei und findet dich. Ich meine, das ist unwahrscheinlich, aber wer weiß. Hey, Moment, jetzt warte mal. Du kannst mich doch nicht retten und dann hier verrecken lassen. Hey! Hallo! Wir haben uns neugierig gemacht. Setzen Sie sich. Danke, dass Sie direkt Zeit gefunden haben. Ja, es gibt Neuigkeiten. Anscheinend hat jemand mit der Kreditkarte Ihres Cousins Geld abgehoben. Glauben Sie, dass Frau Berg die Karte an sich genommen hat? Also ich persönlich gehe davon aus, dass jemand die Geldbörse Ihres Cousins gefunden hat und jetzt versucht, sich zu bereichern. Deswegen würde ich Ihnen dringend raten, die Karte sperren zu lassen. Was? Scheiße, das ist viel zu wenig. Okay, besser als nichts. Ja, guten Tag. Hagen von Lahnstein hier. Ich möchte gerne die Kreditkarte meines Cousins Ansgar von Lahnstein sperren lassen. Moment mal. Wenn jemand die Karte gefunden hat, wie ist er dann an die PIN gekommen? Spricht das nicht doch eher für Alexa Berg? Einen Augenblick bitte, ja. Nicht unbedingt. Jemand könnte die Kreditkarte ihres Cousins gestohlen haben, als dieser noch gelebt hat. Das erklärt noch nicht die PIN. Das ist ein häufig praktizierter Trick. Die PIN wird am Geldautomaten ausspioniert und später wird die Karte dann gezielt gestohlen. So, wenn das nächste Mal jemand mit der Karte Geld abheben will, wird sie einbehalten. Und wir werden direkt informiert. Bis dahin analysieren wir die Kameraaufzeichnung des Bankautomaten. Ja, hallo. Amalia Petrova, mein Name. Ich würde gerne einen Flug buchen. Von Düsseldorf nach La Paz, Bolivien. Nein, one way. Nein, nein, ich komme persönlich vorbei. Ich nehme an, Barzahlung ist kein Problem. Gut. Ja, danke. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hilfe! Hilfe! Diese Person kennt seine PIN. Ich habe diesmal nichts damit zu tun. Das hätte mich auch sehr gewundert. Glaubst du, dass er... Tanja, dieses Feuer kann niemand überlebt haben, okay? Außerdem geht Helmke davon aus, dass Alexa sich mittlerweile im Ausland befindet. Möglicherweise am Trickbetrüger die Karte benutzt. Wie sollen sie denn an die Papiere gekommen sein? Sie sind mit Ansgar verbrannt. Vielleicht schon vor seinem Tod, was weiß ich.
Hemke will sich jetzt auf jeden Fall um die Aufnahmen aus der Kamera des Geldautomaten kümmern. Danach wissen wir vielleicht mehr. Tja, dann ist jetzt wohl der Zeitpunkt gekommen, um Hannes die Wahrheit zu sagen. Hey. Wenn uns jemand sieht, Sebastian. Hm. Oh, ich habe keine Lust mehr auf dieses Versteckspiel. Ich habe sie gesehen. Was? Nein, Sie haben gar nichts gesehen. Sebastian hat nur... Was hält Ihnen eigentlich an, hier so reinzubringen? Wie sehen Sie überhaupt aus? Ich war gerade joggen und da habe ich Sie gesehen. Gehen Sie nach Hause und ziehen sich um. Können Sie mich vielleicht mal ausreden lassen? Ich habe Alexa Berg gesehen. Sie ist in der Stadt. Du warst joggen. Ja. Wie immer. Immer morgens. Normalerweise ein bisschen früher, aber diese Nacht hatte Maxi Durchfall und deswegen ging es ganz schön zur Sache. Ich habe ihn auch schon untersuchen lassen, aber eigentlich... Jessica! Jedenfalls war es die übliche Tour. Immer durch das Industriegebiet, 5 Kilometer. Normalerweise sind es 10, aber diese... Wo genau hast du die betreffende Person gesehen? Das war da auf den Gleisen. Das ist der Weg, der zur Herzogstraße führt. Und was hat sie angehabt? Hose, Kapuzenpulli, Weste, oh, und so eine komische, hässliche Käppi. Alexa Berg im Kapuzenpulli mit einer Käppi? Ja, ist gar nicht so ihr Stil, ne? Nein. Und du bist dir wirklich absolut sicher, dass es Alexa Berg war? Hallo, die Frau hat mich wochenlang rumschikaniert. Ich bin mir absolut sicher, ja. Außerdem hat sie mich ja auch erkannt. Und die war ganz schön schockiert. Also Jessicas Aussage deckt sich absolut mit dem, was wir wissen. In der Nähe der Herzogstraße steht der Geldautomat, an dem mit der Kreditkarte ihres Cousins zweimal Geld abgehoben worden ist. Zweimal? Das zweite Mal war kurz bevor ihr Bruder die Karte hat sperren lassen. Und die betreffende Person trug einen Kapuzenpulli und eine schwarze Baseballkappe. Das bedeutet... Dieses Flittchen ist immer noch in Düsseldorf. Kann es nur einen Grund für ihr Verhalten geben. Sie ist pleite und benutzt die Kreditkarte, um an Geld für ihre Flucht zu kommen. Und durch das tägliche Limit braucht das seine Zeit. Aber wir mussten die Karte ja unbedingt sperren lassen. Ich würde Sie bitten, die Sperrung wieder aufzuheben. Denn sie wird mehr Geld brauchen. Sicher, sie würde es nicht nochmal an dem gleichen Automaten versuchen, weil sie weiß, dass sie erkannt wurde. Aber wir sind ihr einen Schritt voraus. Sind wir das, Kommissar Hemke? Ja, weil nämlich sämtliche Bankautomaten ein Alarmsignal abgeben, wenn mit der betreffenden Kreditkarte Geld abgehoben wird. Wir ziehen den Kreis um Frau Berg immer enger. Wenn es nicht schon längst zu spät ist. Herr von Lahnstein, die Frau hat Stress. Und wer Stress hat, der macht früher oder später einen Fehler. Asthma. Alexa Berg hat Asthma. Immer wenn sie sich aufregt, dann fängt sie an zu röcheln. Sehr gut, Jesse. Fahndungsbilder an sämtliche Apotheken. Es geht. Ja, komm schon.
Hallo Schatz, wie war dein Tag? Lass mich raten, die Karte wurde gesperrt. Na, dann sind wir jetzt wohl pleite, was? Das tut mir aber wirklich... Halt die Klappe! Sie hat mich gesehen. Diese dämliche Schlampe hat mich gesehen. Es gibt Leute, die sagen, dass ich ganz gut bin im Vertuschen und Zurechtbiegen von Sachen. Vielleicht kann ich dir helfen. Niemand kann mir helfen. Diese dämliche Bitch Jessica hat mich gesehen. Was, Jessica? Dann weiß es inzwischen ganz Düsseldorf. Ich gehe mal davon aus, dass sie die Kreditkarte inzwischen freigegeben haben, aber beim nächsten Versuch, sie einzusetzen, schnappt die Falle zu. Hey, jetzt beruhig dich erst mal. Dieser Stress ist nicht gut für dein Asthma. Ich will nicht, dass du mir auch noch umfällst. Scheiße. Zieh weg. Ja, dann lass mich doch einfach frei. Das wäre ziemlich bescheuert. Das wäre überhaupt nicht bescheuert. Jetzt überleg doch mal. Ich lebe, solange ich lebe, können sie dich höchstens wegen Entführung drankriegen. Und nicht wegen Mord. Wenn du mich gehen lässt, sorge ich dafür, dass alle Anschuldigungen fallen gelassen werden. Ich bin nicht auf dich angewiesen. Ich habe genügend Geld. Vorerst. Scheiße, was würde Papa machen? Der macht gar nichts mehr. Jetzt denk doch mal ein bisschen logisch. Du kommst nicht mal bis zum Flughafen. Das werden wir ja sehen. Wenn ich schnell genug bin, dann kann ich's schaffen. Okay, aber du musst mich doch deswegen hier nicht einschließen. Ich bin ohnehin gefesselt. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Hey, warte, lass mich gehen. Wieso? Deine Familie steht doch auf Gruft. Das hier ist genau die Gruft, die dir zusteht. Schönen Tod noch. Alexa? Alexa! Alexa!